Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Andy hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Serie auf Brille zum Titel. Freunde, wir sind wieder back im Gym mit Tavish, aber wir sind noch gerade dabei, unsere Verbündeten zu suchen. Ich weiß, Pam geschrieben, langsam reicht, deswegen würde ich sagen, komm, heute machen wir die letzte Folge oder sollen wir noch diese Woche komplett unsere Verbündeten suchen, denn es gibt noch einige, die wir freischalten können, ne? Wir haben noch ein paar coole Leute am Start. Ich glaube, jetzt wisst ihr gleich, was kommt mit, und zwar Brock Lesnar. Das wird verrückt werden. Ein paar haben wir nicht freigeschaltet, die können wir auch nicht mehr freischalten, aber einige sind noch da, die wir freischalten können. Ich habe mir wieder ein paar Themen aufgeschrieben. Wie immer, Daumen da lassen, kommentieren, ganz wichtig an dieser Stelle. So, Social Media. Wir gucken mal jetzt, was es hier so Schönes gibt. Eieiei, warte mal, AJ Styles, Super King Bros, Schnauze. Ich will direkt da rein, Hey Brock, ich weiß, wir haben uns nicht oft eigentlich nie unterhalten, seit ich in der WWE bin, aber ich wollte dich was fragen. Hey, wollt mich nur nochmal melden, hoffentlich können wir uns bald nochmal unterhalten, ich habe nicht viel Zeit. Bruder El Rille, was bist du für einer, du schreibst ihm 20 Nachrichten. Du bist ja schlimmer als der Chaya, den ich antworte, was ist das? Einmal versuche ich es noch, kriegst du die Nachrichten überhaupt? Falls ja, sag Bescheid. Hallo, ich habe vorhin an meinem Computer meinen Jagdschein erneuert, da hat es plötzlich piep, 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 piep gemacht. Auf meinem Club-Handy habe ich die App nicht. Endlich, super, dass ich dich erreiche. Was willst du? Ich hänge nicht gerne länger als 5 Minuten an dem Ding. Ich mach's kurz, ich gründe eine Fraktion, um es mit Evolution und Shawn Michaels aufzunehmen. Willst du vielleicht mitmachen? Ich bin kein großer Fan von Fraktionen, mich interessieren nur Championships, Geld und Jagen. Eine Chance auf eine Championship kann ich dir später vielleicht verschaffen. Was dann natürlich auch Geld mit sich bringt. Aber bei der Sache mit dem Jagen kann ich dir sofort helfen. Ich brauche keine Hilfe beim Jagen. Frag die Elche, die mir an der Wand hängen. Ich meine, ich könnte deine WWE-Pflichten für dich übernehmen, sodass du mehr Zeit zum Jagen hast. Ah, ich sollte eigentlich nächste Woche bei SmackDown ein Match haben, aber ich würde viel lieber zu Hause bleiben und jagen. Wenn du bei dem Match für mich einspringst, dann überlege ich mir, ob ich bei der Fraktion mitmache. Ey, lass mich doch gegen den kämpfen, Alter. Mann, ich habe so Bock, gegen den zu kämpfen und jetzt können wir nicht gegen den kämpfen. Egal, wir machen das, geht klar. Und wird gemacht, du hast dir gerade einen zusätzlichen Jagdtag erkauft. 2, wenn du die Anreise mitrechnest. Gut, ich schalte das Ding aus, bevor es noch weiter piept. Eine Hand wäscht die andere. Eine Hand, also eine Jagd, Digga. So ein Flachwitz, Alter, richtig. Wir kommen jetzt mit der Rille. Ja, wir kommen jetzt mit der Rille. Ja, ja. Und ihr wisst, es ist jetzt soweit. El Rille ist wieder mal so breit. 3 Jahre war er weg, aber er ist wieder da. Und auf dem Weg zu einem Superstar. Call him the champ of the night. He comes in and he feels so fly. Feels so fly like a rain mystery. Capitano della Estrella, con la francesa nube la postrella, una llena vuestra carina estrella, huele la yo. We are back in the ring, back in the ring. Ladies and gentlemen, was geht denn jetzt ab? Die Matte ist heilig. What you're about to witness is dignified. The formation executed by unprecedented precision, a diabolical athlete who was stuck at nothing to uphold the integrity and honor of this great sport. Bruder, hat der Schmerzen? Was ist denn jetzt hier los, Alter? Habe ich irgendwas verpasst? Der Ringgeneral ist da. Junge, was geht denn jetzt hier ab? Verdammte Scheiße, als wird er gleich in den Krieg ziehen. Das ist Gunther mit Ludwig Kaiser. Gunther und Ludwig Kaiser. Was geht hier ab, Alter? Gunther und Ludwig Kaiser. Digga, das kann was werden, Bruder. Sieht aus wie Robbie Williams, Alter, auf Drogen. Was ist das denn? Eieiei. Okay, Leute, wir gehen rein. Imperium. Ja, ey, Junge, Imperium. Meine letzte Folge hieß Mein neues Imperium. Ist das ein Zeichen, meine Damen und Herren? I don't know. Wir gehen rein in den Kampf. Let's go. So, da sind wir bei SmackDown. Springe für Brock ein und versuche zu gewinnen. Alter, ist das ein Riese wieder, der Gunther. So, ich habe wieder einige Punkte auf meiner Liste hier aufgeschrieben. Ihr könnt aber jetzt erstmal reinschreiben, Freunde. Das ist für mich wichtig. Soll das heute die letzte Folge werden für Verbündete oder sollen wir das einfach komplett durchspielen, bis es keine Aufgaben mehr gibt und dann die Story weitermachen? Ich weiß, so gibt es ein bisschen Zeit drauf. Ein paar haben gesagt, das ist jetzt nicht so krass spannend. Muss nicht sein die ganze Zeit.
Wir haben ja jetzt schon The Rock freigeschaltet, wir haben Rey Mysterio freigeschaltet, wir haben schon einige am Start, das stimmt schon. Brock Lesnar auch noch. Also da gibt es einige, mit denen wir auf jeden Fall zocken können. Und deswegen, ich gucke einfach mal, vielleicht mache ich das heute noch und Sonntag und nächste Woche Dienstag kommt dann das große Finale oder so. Und das neue Star Wars ist ja bald auch vor der Tür, Freunde. Und was ich noch sagen wollte, dass ich bald Star Wars zocke, Digga. Ich freue mich da auch nochmal drauf. Das wird geisteskrank. Ich habe das Spiel schon auf meinem, auf meiner Konsole. Aber ich darf es halt noch nicht hochladen und ich habe es auch noch nicht gezockt. Ich werde es mit euch erst die Tage zocken. Habe ich richtig Bock. Und ja, wir fangen an das erste große Thema. Das ist echt geisteskrank. Und zwar habe ich das ja schon vor ein paar Wochen und Tagen angeteasert. Und zwar geht es um AI, also künstliche Intelligenz. Und einer hat geschrieben, dass es immer krasser wird und ob ich denke, dass wir in einer Simulation leben oder generell an etwas Höheres glaube. Also dieses AI, das wird einiges kaputt machen in Zukunft. So viele denken gerade, boah, das ist krass, weil das Ding ist, es gibt gerade Songs von Drake, von Travis Scott, von The Weeknd, die hören sich teilweise besser an als das Original und das ist einfach nur künstlich erzeugt worden durch einen Computer. Aber keiner weiß da draußen, wie gefährlich das Ganze sein wird. Wie wird es sein, wenn auf einmal jemand deine Oma anruft mit einer Stimme von dir oder Trickbetrüger am Telefon oder wenn auf einmal irgendein Präsident sagt, ey, ich erkläre dir den Krieg oder man sieht auch irgendwie so ein Deepfake. Also es wird bald so sein, Leute, und wir werden das leider alles miterleben, dass es wird richtige Scheiße passieren. Also das sagt mir mein Gefühl. So, und ich find's, klar, ich find's cool, dass man jetzt wieder auch so Leute wie Michael Jackson oder XXX oder Juice WRLD so jetzt wieder in Songs hört, ne? So, es gibt geile Covers und geile neue Songs von denen, aber das ist nicht real, Leute, das ist nicht real, das ist künstlich erzeugt worden. Und ich finde einfach, so klar, es ist einerseits geil, aber irgendwie auch unheimlich. Es gibt auch schon Videos, die habe ich gesehen, da siehst du zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeinen Präsidenten, der irgendwas sagt, obwohl das gar nicht stimmt. Und es wird so weit bald sein, dass man nicht unterscheiden kann, ob dieses Video echt oder fake ist. Und das ist das Problem. Und es fängt ja auch schon an, zum Beispiel auf YouTube, ne? Da gibt es einen YouTube-Kanal in Amerika. Könnt ihr ja mal schauen bei YouTube. Gibt einfach einen Donald Trump, Joe Biden und Obama. So, da gibt es einen Kanal, der lässt die drei miteinander Minecraft zocken, mit deren originalen Stimme. Und du denkst halt, das sind wirklich die Leute. Mit Akzent, mit Ausrasten, alles Mögliche. Und dieser Kanal hat in kürzester Zeit 100.000 Abonnenten erreicht und die Videos machen über Millionen Klicks und der Typ verdient damit auch noch Kohle. Also, wenn sowas schon möglich ist, aus dem Nichts, ich wusste davon nichts, ich bin ehrlich zu euch, ich wusste davon nichts und irgendwie ist das auf einmal gerade so präsent geworden, so seit Wochen ist das nur bei mir, bei meiner TikTok-Seite, überall, so diese ganzen scheiß AI-Sachen, so irgendwie finde ich es auch cool, ey, da ist ein Song gewesen von Drake. Den fand ich so krass, da dachte ich mir, ey, das muss ich in echt hören. Aber ich weiß noch nicht, was die Künstler dagegen machen wollen. Die können halt höchstens vielleicht, weiß ich, Patent anlegen, sobald deren Stimme irgendwo gezeigt wird und die, wie heißt es? Und die hören, dass in ihre, dass das dann einfach blockiert wird oder so. Ich weiß es selber nicht, aber es fängt ja auch schon an mit dieser, warte mal, also meine Nase, ich muss gleich niesen, glaube ich. Genau, es fängt ja auch schon damit an, das ist ja auch schon geisteskrank, diese Face-App zum Beispiel. Es gibt bei iPhone, ich weiß nicht, ob es noch bei Samsung ist, eine App, die heißt Face-App. Digga, und ich habe die ausprobiert. Ich kann mich verändern wie ein anderer Mensch. Ich sehe auf einmal aus wie ein Topmodel oder was weiß ich was. Ist ja nicht so, dass ich schon nicht gut aussehe. Aber ihr wisst, was ich meine. So, und das benutzen halt so viele Frauen, die ich auch persönlich sogar kenne. Die schicken mir dann teilweise so Fotos, so wie es vorher aussieht und wie es dann bearbeitet aussieht. Da denke ich mir, Alter, wenn du als Beispiel jetzt unterwegs bist auf irgendeiner Dating-Plattform, du siehst dann Bilder von der, ja, und dann siehst du den echt, und das ist einfach ein anderer Mensch. Und das sind alles ganz falsche Ausmaße an, das in diesem Internet und überall, es wird einfach ekelhaft werden, Digga. Diese künstliche Intelligenz ist auch echt, die darf man nicht unterschätzen, weil, wie schon gesagt, das ist ein Roboter, der quasi immer dazulernt. So, und irgendwann wird der so schlau sein und dann wird der vielleicht auch mal die Menschen umgehen und dann kommt einfach mal iRobot hier. So. Und da war ja noch die Frage, ob ich an irgendwas Höheres glaube. Klar glaube ich an was Höheres. Ich glaube auch an Geister und was weiß ich was alles so. Und aber ja, es wird ekelhaft werden, Leute, in Zukunft. Und ich sage euch sowieso, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe gar keinen Bock drauf. Und wenn ich schon Leute komplett sehe, wie die da die ganzen Songs mit AI covern und so. Klar ist mal lustig, das zu hören und so, aber Digga, das ist
Es ist, ich weiß nicht, ich finde es einerseits cool, so wieder auch so Songs zu hören und sowas, aber es ist einfach, es ist zu brutal. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Mal ohne Widerstand haben wir es geschafft, ja. Da könnt ihr mir auch mal eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, zu der künstlichen Intelligenz. Weil das ist ja nicht nur, dass es Musik so ist, es wird erstmal so sein, dass es so als was Positives rübergebracht, weil jeder feiert das gerade und sagt, boah, wie geil ist das denn? So, und irgendwann kann ich sagen, ey, bearbeite meine Stimme so, dass ich mich wie der und der anhöre und das. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das noch enden soll. Es ist ja so zum Beispiel so, ich habe ja auch schon ein paar Tracks mit Autotune gemacht, so einfach so Hörproben. Und das hört sich ja auch schon krass an. Also in meinen Augen entwickelt sich das alles in eine ganz falsche Richtung. Und wir sind mittendrin. Wenn ich überlege, wie früher alles angefangen hat mit diesen ganzen Klapp-Handys und so, oder auch noch ohne Handy, wo man rausgegangen ist an die Tür, bei seinen Leuten geklingelt hat, mit denen dann draußen gezockt hat, gespielt hat. Und jetzt ist alles, es ist brutal. Es ist brutal, Leute. Oh mein Gott, ist das Signature? Wow, was ist das denn? Ey, beruhig dich, Bruder. Soll ich mal in Ruhe lassen hier? Genau. Genau, und einer hat noch gefragt wegen... Oh, was ist denn jetzt ab? Juan? Ob ich, genau, wegen meinem Hund Kylie, ob ich den nicht in einer Hundepension abgeben kann für ein paar Tage. Da habe ich so ein bisschen Angst, weil mein Hund hat so... Der ist momentan nicht so gut drauf, was andere Hunde und so angeht. Der ist halt... Ja, weil der halt früher nie so viel Kontakt hatte mit anderen Hunden. Und das ist so ein bisschen das Problem. Dann haben auch einige gefragt, warum ich den Hund nicht Janina gebe in der Zeit, wo ich weg bin. Und ja, Leute, wir wohnen 6 Stunden voneinander entfernt. So klar, sie hätte mir jetzt auch mal geschrieben, sie könnte Kylie mal abnehmen, wenn ich Hilfe brauche oder sowas. Aber ich weiß dann nicht, ob das so gut ist für sie zum Beispiel, weil sie hat den Hund ja auch über alles geliebt. Und dann sieht sie den wieder und ich weiß nicht, ob das dann wieder alte Sachen hochholt und so. Muss nicht sein, ehrlicherweise. Ja? Deswegen ist die Option eigentlich auch, weiß ich nicht. Macht nicht so viel Sinn in meinen Augen, glaube ich. So, auch wenn es nett gemeint ist, aber das holt nur wieder alte Sachen hoch. Ne? Und das ist so ein bisschen das Problem. So. Komm, jetzt kriegt ihr noch einen Finish, dann ist das Ding beendet. Aber die können das mal echt schwerer machen. Das geht mir langsam auch auf den Sack. Ich nutze die Kämpfe gerade aus, um mit euch einfach zu quatschen. Das ist das Geile. Und easy. Da ist der Sieg. Und wir haben Brock Lesnar an unserer Seite. Let's go. So, Story ist abgeschlossen. Und jetzt haben wir Brock Lesnar an unserer Seite. So. Hä? Was ist das denn? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich bin für dich beim Match angetreten und habe gewonnen. Jetzt hilfst du mir also, oder? Hallo, Brock? Digga, wir führen wieder Selbstgespräche, ne? Das werte ich mal als ja. Es ist kein Geheimnis, dass du versuchst, eine Fraktion zu gründen. Also kleiner Tipp von jemandem, der den Weg schon bestritten hat. Lass das um Himmels Willen bleiben. Ich habe aber in der letzten Fraktion auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber anders kann ich Evolution nicht abwehren und diese Deadline überleben. Tja, da steckst du wirklich in der Klemme. Viel Glück. Moment, könntest du dir vielleicht vorstellen, meiner Fraktion beizutreten und den ganzen Stress und die Verpflichtungen würde es vielleicht besser funktionieren wie so eine leckere Beziehung. Und wenn ich WWE-Champion werde, stehst du natürlich am Platz 1 in der Warteschlange. Selbst in meiner Hilfe weiß ich nicht, ob du das hinkriegst, aber wenn du was richtig Beeindruckendes schaffst, überzeugst du mich vielleicht. Ich organisiere ein Match. Machen wir. Ich sehe mal, ob ich ein Match organisieren kann, das beeindruckend genug für Seth freaking Rollins ist. Es wird nicht reichen, ein beeindruckendes Match zu organisieren, du musst es auch noch gewinnen. Alles klar. Fan-freaking-tastisch. Okay, geil, jetzt können wir sogar Seth Rollins für uns gewinnen. Das ist noch geil. Komm, wir holen noch geile Wrestler zu uns. Und die anderen, die jetzt nicht so geil sind, da brauchen wir auch nicht weiterzumachen. Aber jetzt erstmal Seth Rollins. Mal gucken, wer unser Gegner wird. Digga, was ist das denn? Versuche Seth Rollins zu beeindrucken, indem du den Battle Royale gewinnst. Hä, wie geil ist das denn? Einfach ein Battle Royale? Dann hab ich ja gar nicht mit gerechnet. Auf einmal sind hier 8 Schwänze im Ring. Oder noch mehr, ich weiß nicht. Alter, wen haben wir überhaupt alles am Start? Ich kann gar nicht lesen. Cedric Alexander, Dolph Ziggler ist auch da. Shelton Benjamin. Ach du Scheiße, wir dürfen hier nicht rausfliegen. Und wir haben sogar noch Dingens hier, Alter. Camilo Cabella. Wie heißt der nochmal? Austin Fury, meine ich. Austin Fury ist auch noch am Start. Eieiei, jetzt müssen wir aufpassen. Geil. Alter, das wird hart werden. Ich sage so, wie das wird hart werden. Genau, einer gefragt, was kannst du mir alles auf den Weg geben? Heirate nächstes Jahr, bin 22, studiere und sie auch, 20, auch am Studieren. Worauf muss man alles achten, wenn man zusammenzieht? Was ist das Wichtigste? Oh, Bruder, du fragst mich Sachen, Alter. Erstmal viel Erfolg mit allem. Wenn ihr zusammenzieht, achtet einfach darauf, dass ihr miteinander klarkommt. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon zusammen gelebt habt oder noch nicht. Oder das erste Mal zusammenzieht. Bei mir war es so, erst wenn man zusammenzieht, da finde ich persönlich, merkt man, ob man zusammenpasst oder nicht. Weil man dann halt ganz andere Situationen hat, als man sie vorher hat. Wenn man zum Beispiel eine Fernbeziehung hat oder sonst irgendwas. Alter, was?
Was ist denn denn so easy rausgeschmissen? Ja, Bruder, ich bin da selber kein Profi drin. Ne? Ich habe ja jetzt eine Beziehung gehabt, 5 Jahre. Und ja, die ist halt leider gescheitert. Was soll ich sagen? Ne? Genau. Und wo wir schon gerade beim Thema Dings sind, Frauen, hat einer gefragt, wie... Hallo, verrückt? Hallo, Mann! Verpiss dich doch mal, du Hundesohn! Was soll die Scheiße? Beim Thema Frauen sind, Frauenleben läuft gut gerade, alles gut. Alles okay. Ne? Ich bin nicht in einer Beziehung und ich weiß ja nicht, ob es demnächst einer sein werde. Aber ist alles okay. Alles okay. Ich werde erstmal nichts überstürzen. Ich habe mir vorgenommen, Leute, das Wichtigste ist für mich dieses Jahr, kannst du mir sagen, was du willst, dieses Jahr mein Hausprojekt. Mein Haus wird dieses Jahr fertig und da ist kein Platz für jemand anderen. Auf gar keinen Fall. Also im Haus ist genug Platz. Aber ihr wisst, wie ich das meine. So, ich will mich erstmal voll und ganz auf mich konzentrieren. Und ja, ich habe jetzt so ein bisschen Spaß gehabt und so ein bisschen feiern gewesen, alles Mögliche. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, vollen Fokus auf mein Haus zu setzen. Ich werde auch jetzt wieder schön regelmäßiger streamen. Und ja, genug Party-Marty gehabt. Es wird Zeit, den Ernst des Lebens in die Augen zu schauen. Das ist very important. Ne? Sehr, sehr wichtig, Leute. Dann habt ihr gefragt, Traumberuf vor YouTube oder als Kind? Ja, ich wollte früher Fußballer werden, natürlich, ne? Und Traumberuf, ich wollte erstmal Bankkaufmann werden, ich weiß auch nicht warum. Dann habe ich ja bei der Telekom angefangen, als IT-Systemelektroniker und habe dann die Ausbildung abgebrochen und mit YouTube durchgezogen, ne? Und ja, und jetzt bin ich YouTuber und Streamer geworden. Jetzt bin ich virtueller Fußballer geworden quasi. Ich habe meinen Traum verwirklicht, aber auf Konsole. Ja. Jeder hat so seine Träume gehabt damals. Ein Fußballer wäre schon krass gewesen damals. Ne? Das war, ist, glaube ich, von jedem so mit der Traum, ne? Der Fußball feiert. Ne? Genau, dann haben viele gefragt, Mobbing, Fake-Freunde und so. Boah, das ist wieder auch so ein Thema für sich. Also Leute, die mobben, die kann ich absolut nicht verstehen. Lasst das sein. Und wenn ihr sowas seht, geht dazwischen, Leute. Macht euer Mund auf. Das ist auch ganz wichtig. Macht bloß nicht mit, sondern stellt euch dagegen. Auch wenn ihr alleine seid in der Situation. Seid für die Gerechtigkeit und seid nicht dafür, irgendwie, dass andere Leute abgezogen werden und sowas. Ne? Das ist Katastrophe. Und Fake-Freunde, was soll ich dazu sagen? Diese Fake-Friends, die du kennenlernst, die helfen dir quasi dabei, in der Zukunft neue Leute zu finden, mit denen sowas nicht passiert. Weil du dadurch deine Erfahrungen sammelst und siehst, ey, der hat gar nicht zu mir gepasst. Und so habe ich halt auch so. Du lernst halt Menschenkenntnisse. Ne? Wenn du neue Leute kennenlernst, es... Alter, was war das denn? Ach du Scheiße. Du lernst halt neue Leute kennen. Und klar werden immer wieder Leute dabei sein, die... Also so ist es bei mir zum Beispiel gewesen halt. Die jetzt nur darauf hinaus waren, von mir zu profitieren. Oder erstmal sich mit mir anfreunden. Und dann auf einmal, ey, ich wollte jetzt auch mit YouTube anfangen. Und ich habe das erstmal gar nicht realisiert. Ich habe erstmal sowas gar nicht gecheckt. Teilweise. Weil ich ja selber nicht diese Erfahrung habe. Aber... So ist das Leben. Wie schon letzte Folge gesagt, du lernst von Tag zu Tag dazu. Egal wie alt du bist. Und Fake Friends sind überhaupt nichts Schlimmes, weil sie dich halt zu dem formen, der du dann wirst. Ganz einfach. Ne? Alter. Junge, ich dachte, schmeiß ich mir jetzt raus. Digga, warum kann El Rille alle so easy rausschmeißen? Alter, was ist denn da los? Oh oh. Nein. Halt's mal. Wenn ich jetzt rausfliege. Oh mein Gott. Ganz ruhig, ganz ruhig. Es sind nur noch so viele. Sind nicht mehr so viele da. Komm, komm, komm. So viele sind gar nicht mehr da. Eieieiei. Generell, Leute, ihr... Ich weiß gar nicht, wie ich gedacht habe, als ich 16, 17 war. Das ist gar nicht mehr in meinem Kopf irgendwie drin. Das ist so krass. Ich weiß halt nur, wo ich... Oha, wir machen Double Move, Double Schwanz. Ich weiß nur, damals habe ich halt ganz anders gedacht als jetzt. So viel unreifer und... Das ist aber völlig normal. Das ist völlig normal. Man sagt ja auch bei Frauen zum Beispiel, Frauen sind meistens frühreif. Das stimmt auch so. Ich kenne viele, die sind jetzt zum Beispiel 21 oder so. Und die wirken schon, als wären die 26, 27. So ist das bei Frauen, die sind halt frühreif, ne, teilweise. Nicht jede, aber viele. Halt's Maul. Digga, was will dieser, wer ist das, Alter? Meine Güte, Alter, geht er mir auf den Sack. Andrew Tate, ihr. Geht er mir auf den Sack, hallo, beruhig dich mal. Oh, 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 oh. Scheiße. Ja, dann haben auch viele gefragt hier, Thema Religion und sowas. Erstmal an alle ein frohes Zuckerfest. Genießt die Zeit mit eurer Familie und Respekt an alle, die durchgezogen haben mit Fasten. Genau, Leute. Und oder Religion, ich habe mir schon mal was dazu gesagt. Ich rede darüber eigentlich nicht so gerne im Internet, weil jeder hat dann seine andere Ansicht und das ist auch völlig in Ordnung. Ich möchte halt nicht für Diskussionen sorgen oder sonst irgendwas. Deswegen so, ich glaube an Gott, ich habe meinen eigenen
meinen eigenen Glauben quasi. So, und ich glaube an das Gute. Aber ich bin jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, ich bin kein Moslem, ich bin kein Christ. So, ich weiß nicht, weil ich bin halt in zwei Religionen groß geworden. So. Vielleicht sollte ich mich mal damit mehr beschäftigen und vielleicht irgendwann mal gucken, wo ich mich eher sehe, in welcher Seite. Aber vielleicht auch, keine Ahnung, einfach so lassen, wie es jetzt gerade ist. Na? Ich bin halt, ich versuche halt ein guter Mensch zu sein. Ich habe früher auch Scheiße gebaut. Jeder baut mal irgendwann Scheiße und irgendwann merkst du halt, ey, das war halt nicht das Richtige. Ja, viele stürzen ab, viele lernen aus ihren Fehlern. Ne? Was soll ich sagen? Ich kann euch nur mit auf den Weg geben. Man darf nichts überstürzen. Ihr müsst immer gucken, was ihr aus diesen Situationen lernt. So, ne? Nicht einfach manche Dinge hinnehmen, sondern einfach mal gucken. Ich habe zum Beispiel, das ist jetzt ein gutes Beispiel jetzt, weil ich habe ja auch eine Beziehung gehabt und daraus habe ich halt auch gelernt. So, ich habe halt auch Fehler gemacht, klar. Ich bin niemals ein Mensch, der sagt, ey, all das ist die Schuld des anderen. Nein. Ich versuche auch immer, die Schuld bei mir zu suchen. Ich mache es meistens direkt, dass ich die Schuld bei mir suche. Obwohl es vielleicht nicht immer so ist. Ne? Vielleicht ist auch mal die andere Person schuld. Ja, und genau, aus solchen Sachen habe ich auf jeden Fall auch gelernt. Ne? Immer schön dranbleiben, Leute. Immer auch mal Dingens, Leute. Ihr müsst auch mal nachgeben. Ja? Der Klügere gibt nach, das sagt man nicht umsonst. Komm. Eieiei, kein Finisher Club. Bruder, was ist denn los mit den allen hier, Alter? Wir sind jetzt beim großen Finale. Cedric Alexander und Dolph Ziggler. Ich will gegen Dolph Ziggler das Finale haben. Komm, schmeiß den raus, Dolphy. Dolphy, schmeiß ihn raus. Nein. Was macht er da? Dolph Ziggler, Alter, das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Ich bin jetzt das Wochenende, Leute, da werde ich euch auch noch von erzählen. Am Sonntag bin ich mit meinem Vater auf dem Hans-Zimmer-Konzert. Das wird so geil werden. Oh mein Gott, der macht den Shawn Michaels-Finisher auf Wish bestellt. Komm, mach ihn. Hier. Ich habe schon gelernt von Shawn Michaels. Ich weiß, wie man den ausweicht. Ich will auf jeden Fall hier gewinnen, Mann. Alter, hier geil. Er nimmt mich komplett auseinander, dieser Schwanz, Cedric Alexander. El Rille, aufstehen. Aufstehen. Boah, das wird so ekelhaft werden, dieser Kampf. Ich weiß, wenn wir das schaffen werden. Weil Rille ist komplett benommen, Alter. Der ist komplett benommen. Und Leute, zum 10. Mal. Es lohnt sich nicht mehr, ein neues Moveset oder Kleidung zu ändern. Das Spiel ist bald vorbei. Deswegen, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. So, wenn er jetzt rausfliegt, ist es schwach. Und tschüss. Was? Okay. Jetzt hole ich mir den anderen Sack, der mir zweimal einen Finisher gegeben. Ey. Reicht jetzt. Hallo. Zack, wir sind wieder hinten. Und whoop. Pack den anderen. Der soll mal jetzt raus. Es reicht. Ey. Jetzt gibt es mir gleich noch einen Finisher. Ja, was sind das für Moves, die ihr alle auspackt? Stuff. Hä? Warte. Packt ihr den? Erstmal in die Eier treten, keiner sieht. Doch. Nein. Mann, nervt mich doch nicht alle hier. Komm. Schmeiß den raus. Fliegt der direkt raus, meint ihr? Nein. Ey, guck mal, Dolph Ziggler, der packt mir jetzt wieder zwischen die Eier. Ja, klar, Alter, El Rille. Schlag ihn raus. Komm. Finisher. Hol ihn dir. Ja. Ey, jetzt kontert der andere auch noch. Was passiert denn hier, Mann? Wir haben zwei Finisher. Wir können beide quasi direkt mit Finisher rausballern. Das mache ich jetzt auch. Er ist benommen. Lass den doch in Ruhe, Mann! Ey, fuckt der mich ab, Alter, mit seinen langen Haaren und seiner Perücke. Halt's Maul. Nein, 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 nein. Hier, nimm deinen Schuh, hier. Zack. Der ist mal ein Finisher, dann wird er mit dem Finisher rausbefördert. Ganz einfach, komm her. Ja, klar. Sie kontern alles, die sind die Besten. Mann, der soll mal bluten. Vom eingeladenen Finisher gibt's hier einen Loading Finisher. Zwei Finisher kannst du nicht kontern. Und das war's.
Das war's, Dolph Ziege. Das war's. Guck mal, was ich mit dem machen werde, warte. Ein kleiner Hundesohn hier. Ey, da stand eliminieren, Kreis. Nein, ich hab falschen Knopf, wenn ich das jetzt verliere, ne? Ich schmeiß ihn jetzt so raus. Tschüss. Arrivederci. Wir haben gewonnen. Und somit haben wir Seth Rollins auf unserer Seite. Und ich würde sagen, das ist heute die letzte Folge, wo wir die ganzen Wrestler dazu bekommen, weil wir haben nicht mehr so viele geile. Aber wir haben gesehen, Paul Heyman hat geschrieben, hey Paul, ich würde gerne mit Roman darüber reden, ob er vielleicht Lust hat, einer neuen Fraktion beizutreten. Sag Bescheid, was du davon hältst. Was ich davon halte? Ich halte davon, dass Roman Reigns schon der Anführer der mächtigsten Gruppe in der WWE ist. Warum vergeudest du also bitte deine Zeit damit? Oder schlimmer noch, warum soll ich dir wertvolle Zeit meines Mandanten damit vergeuden? Ohne dir oder Roman zu nahe zu treten zu wollen, aber bei den Leuten, mit denen ich mich unterhalte, dürfte meine Fraktion stärker werden als die Bloodline. Und ganz ehrlich, Evolution ist auch schon stärker als Bloodline, wo sie jetzt Shawn Michaels auf ihrer Seite haben. Ihr fallt zurück. Könnte was dran sein, könnte aber bevor mit Roman rede, musst du es im Ring beweisen. Wenn du beide Usos in einem Handicap-Match besiegst, ist Roman vielleicht bereit für einen Wechsel. Das kriege ich hin. Usos! Eine gute Uso für gute Freunde! Ja, und dann erhalten wir uns außerhalb des Rings. Einen Platz am großen Tisch. Let's go. This is a handicap, Jay und Jimmy. Versuche die Usos zu besiegen. Ja, komm her, alter Usos. Also, die sind auch schon so lange mit dabei. Das ist ja geisteskrank, ne? Jay und Jimmy. Jay, Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Boom. Easy going, Leute. Ja, aktuell, Freunde, was soll ich euch erzählen? Es kommt jetzt endlich wieder in FIFA. Hoffentlich ein bisschen Hype wieder zurück, weil das TOTS jetzt vor der Tür steht. Da bin ich gespannt, was EA uns da Schönes zubereiten wird, was kommen wird, weil habe ich auch wieder Bock, die Weekend League zu zocken, ob es in FIFA zu streamen und sowas. Aber sonst irgendwie FIFA, weiß ich nicht. Ich fühle das aktuell nicht so sehr. Es ist so komisch. So, ein paar haben gesagt, versuch dich trotzdem mal wieder an Let's Skill. Guck mal. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß es nicht, Digga. Irgendwie fehlt mir die Motivation dazu. Weil es ist dir nicht mehr dasselbe, Alter. Und das ist das, was mich so abfuckt, so dermaßen abfuckt, Alter. Dass es einfach Rückschritte gemacht hat. So normalerweise Dinge sollten im Leben Fortschritte machen, aber EA hat leider einige Schritte rückwärts gemacht, ne? Muss man einfach so sagen. Aber es gibt ja noch Hoffnung für das EA Sports FC Spiel. Da bin ich auch so gespannt, Alter, was da kommen wird. Ich hoffe mal, die werden endlich mal eine neue Grafik einbinden, so Unreal Engine 5. So schöne Grafik. Und dass man endlich mal wieder 30 Weekend League Spiele hat und so ist. Ich habe so viele Wünsche an dieses Spiel, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Leute. Oh oh. Zack. Oh oh. Ah, yeah. Ich will mal diesen Kommentatorentisch auseinandernehmen jetzt. Wird auch mal Zeit dafür. Ey. Das haben aus einer letzten Folge reingeschrieben. Der kriegt's jetzt von mir. Versuche die Usos zu besiegen. Ja, was ist denn jetzt, wenn ich einfach bis 10 drinnen bleibe? Oha. Bis 10 draußen bleibe. Hä? Was passiert denn dann? Lass mich mal gerne wissen, hä? Was? Da kommt doch mein Signature. Hat der nicht gemacht. Hat der nicht gemacht. Oh oh. Nein, nein, du bleibst schön draußen. Du bleibst draußen. Oh oh. Acht. Ich mal gucken, ob man so den Kampf gewinnen kann. Das würde mich mal interessieren. Oh oh, jetzt. Und raus. Rein! Ei, du kleiner Bastard! Ey, habt ihr das gesehen? Ich wollte gerade reinrennen und dieser dreckige und von seinem Bruder steht im Weg. Ich wäre genau reingerannt. Ey, ist das krass, Digga. Ist das krass. Ist das gottlos. Ist das gottlos. Ja. Das war's mit Roman Reigns. Weil der dreckige Uso im Weg stand. Weil ich wäre sonst drin gewesen. Wir hätten gewonnen. Cool. Das war's. Jetzt sind wir gespannt, was jetzt kommt. Ist glaube ich abgeschlossen. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Stell mal vor, jetzt haben wir es doch geschafft. Wir haben doch gewonnen. Warte mal. Mal gucken. Tja, deine Leistung im Ring hat wirklich einiges über dich und deine Zukunft in der Wege ausgesagt. Vergeude bitte nie wieder meine Zeit in diesem Unsinn. Cool. Cool. Kann man nicht nochmal, kann man das nicht nochmal machen? Nein, das war's. Nein. Nein. Warte mal, wo ist er denn? Nein, warte, wo ist er? Oh, er ist eliminiert. Nein. So, Freunde. Und jetzt seid ihr gefragt am Ende dieser Folge. Wen nehmen wir? Sonntag werden wir hier safe weitermachen. Wir können nehmen hier Hector Flores, Matt Riddle, Kevin Owens,
The Miz, Finn Balor, Shinsuke, ich gehe nochmal alle durch. Goldberg, Rey Mysterio, Seth Rollins, Batista nicht, AJ Styles, Brock Lesnar. Ich glaube, John Cena wäre auch noch irgendwie dabei gewesen, aber irgendwie haben wir keine Möglichkeit, mit dem zu labern. Sonst gucke ich einfach mal bis Sonntag, ob wir das irgendwie hinkriegen. Aber ja, schreibt's rein. Wir könnten The Rock und Brock Lesnar nehmen, wir könnten The Rock und Rey Mysterio nehmen, wir könnten aber auch AJ Styles und Brock nehmen. Schreibt's in die Kommentare und am Sonntag steht unsere Fraktion und dann geht die Story weiter. Wir sehen uns Sonntag wieder, Leute. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal. Ich bin raus und ciao.